Wenn ihr Cherry-Tomaten übrig habt, dann müsst ihr diese Pasta machen. Und das ist alles, was wir brauchen. Cherry-Tomaten, Olivenöl, Basilikum, Nudeln, ein bisschen Knoblauch-Chili. Wir nehmen unsere Cherry-Tomaten, geben sie in eine große Pfanne, darüber ordentlich Olivenöl. Jetzt müssen wir nur noch warten. Pasta ist im Topf und die kocht, während unsere Soße fertig wird. Die ersten Tomaten zerfallen schon, aber wir helfen ein bisschen nach. Jetzt gebe ich noch Knoblauch und Chili dazu. Geben wir die Nudeln zur Soße. Wir geben sie mit ordentlich Nudelwasser dran und vermischen. Wow. Und jetzt entsteht unsere Soße durch Nudelwasser und die eingekochten Tomaten. Wir zupfen ein bisschen frischen Basilikum rein. Guckt euch diese Soße an. Fertig ist unsere Pasta.